Herzlich willkommen in der Jakobuskirche in Wettstetten. Mein Name ist Sarah Sebald. Ich bin seit September Pfarrerin in der Kirchengemeinde St. Johannes. Klein und gemütlich, das ist das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich hier in die Jakobuskirche gekommen bin. Das geht mir nicht bei vielen Kirchen so. Alte Holzbalken prägen den Raum. Die Farben strahlen Wärme aus. So wie die Stühle jetzt stehen, feiern wir hier zum Beispiel Taufen. Alle versammeln sich in einem großen Kreis. Die Tauffamilie, die Gäste, der Organist, die Pfarrerin und in der Mitte ist der Taufstein. Hier am Taufstein ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsorte in der Kirche. Taufe feiern, das bedeutet das Leben feiern, das Gott schenkt. Getauft sein, das heißt Gottes Kind zu sein und in dem Vertrauen zu leben, dass Gott immer für mich da ist. Die Erinnerung an die Taufe haben wir hier mitten in der Kirche für alle sichtbar mit dem Taufstein stehen. Die Kinder, die getauft werden, sind übrigens ganz fasziniert von der spiegelnden Oberfläche des Taufsteins. Für eine Kirche ist die Jakobuskirche noch gar nicht so alt. 1980 hat die Kirchengemeinde St. Johannes beschlossen, ein weiteres Kirchengebäude zu bauen, besonders für die Gemeindemitglieder im nördlichen Teil der Gemeinde, zusätzlich zur St. Johanneskirche im Piusviertel. Aber wie sollte die neue Kirche aussehen? Der Dachstuhl der Kirche ist secondhand. Er stammt von einem alten Gutshof, der abgerissen werden sollte. Damit stand die Grundidee für unsere schöne Holzkirche. 1982 wurde die Kirche eingeweiht. Sie feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Vielleicht wollen Sie zur Jubiläumsfeier im Sommer vorbeischauen. Halten Sie Ausschau danach im Monat oder auf unserer Homepage. Eine Verbindung zwischen den beiden Kirchen hat der Maler Hubert Distler geschaffen. Er hat das Altarbild zur Lazarusgeschichte hier in der Jakobuskirche gemalt und die Deckenbemalung in St. Johannes gestaltet. In der Bibel sind Johannes und Jakobus übrigens Brüder. So kam es zum Namen der Jakobuskirche. Damit wir keine Platzprobleme kriegen, feiern wir oft draußen Gottesdienste, im Garten der Jakobuskirche. Ein Altar wird aufgebaut und die Gottesdienstbesucher kommen mit Klappstühlen und Picknickdecken zusammen. Kommen Sie gerne mal vorbei. Auf allen Ihren Wegen, in der Nähe oder Ferne, ob Sie allein oder gemeinsam unterwegs sind, schnellen Schrittes oder langsam und nachdenklich, segne und behüte Sie Gott. Er lasse Sie seine Nähe spüren und gebe Ihnen Mut und Zuversicht für den nächsten Schritt. Amen.